Ich stehe hier vor dem historischen Museum der Pfalz-Speyer, in dem wir uns nun die Ausstellung Burg Drachenfels anschauen werden. Auf geht's! Nein, das hier ist keine Mathestunde. Dieser Zeitstrahl zeigt uns, wann die Zeit der großen Burgen im Hochmittelalter war, um die es in dieser Ausstellung geht. Wenn ihr glaubt, das Leben im Mittelalter spielte sich nur auf den Burgen ab, habt ihr euch geirrt. Denn 90% aller Leute waren Bauern und ihr Leben war ziemlich hart. Man musste zum Beispiel das Getreide selber mahlen. Und die Kleider musste man auch selber weben. Alle Lebensmittel und alle lebensnotwendigen Dinge wurden auch selbst hergestellt. Heute würden wir dazu einfach in den Supermarkt gehen. Das Leben auf der Burg sah ganz anders aus. Anders als auf dem Land produzierte man die lebensnotwendigen Dinge nicht selbst. Man führte Tauschhandel. Hier auf den Burgen hatten es die Leute besser als auf dem Land. Hier wohnten Adlige, aber auch Handwerker und Viehzüchter lebten hier. Die Wasserversorgung war in den Burgen ein größeres Problem, da die Brunnen meist verschmutzt waren. Die Adligen hatten es am besten. Doch wir haben es besser heute. Wir haben Mittel gegen Krankheiten, die sie nicht hatten. Und wir haben eine gute Schule und Ausbildung. In dieser Ausstellung gibt es übrigens viele Sachen zum Ausprobieren. Wie zum Beispiel das Katapult. Oder die Armbrust. Ab Mitte des 11. Jahrhunderts wurde sie immer häufiger eingesetzt. Man verwendete sie für den Krieg und für die Jagd. Sie löste den Bogen ab, weil man besser zielen und sie mit wenig Übung bedienen konnte. Um große Gebäude wie den Dom bauen zu können, mussten schwere Steine nach oben transportiert werden. Um die Arbeit zu erleichtern, baute man Kräne. So konnte ein einzelner Mensch schwere Lasten heben. Im Mittelalter wurden die Münzen von Hand geprägt. Sie bestanden aus Gold oder Silber und zeigten das jeweilige Stadtwappen. Nach getaner Arbeit gönnen wir uns ein schönes Bad. Baden tat man im Mittelalter sehr selten. Deshalb war Hygiene ein großes Problem. So konnten sich schnell tödliche Krankheiten wie Pest und Cholera ausbreiten. Uns hat die Ausstellung gut gefallen, weil es viel auszuprobieren gab und wir einiges über das Mittelalter gelernt haben. Ihr habt noch bis zum 31. Juli Zeit, euch die Ausstellung anzuschauen.